Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim zu einem neuen Part Minecraft Arno. Mit dem Zwergenfürst. Ja, so schaut's aus. Ja. Dann machen wir uns mal weiter an den Turmbau. So schaut's aus. Stein habe ich genug. Ja, ordentlich. Ich muss zugeben, ich habe offscreen ein bisschen Stein gesammelt, ein bisschen Stein gebrannt, also vor allem Bruchstein gesammelt und ja, auch ein bisschen was gemacht. Ich sag's mal so, offscreen bin ich gerade an einem Projekt. Das ist auch ein bisschen riesiger. Ja, ich baue dann gerne offscreen auch ein bisschen weiter. Gibt manche verborgene Sachen, die ich offscreen gerne noch mache. So, schauen wir mal. Wo fängt denn, wo hört denn das Quadrat auf? Ja, hier geht es, glaube ich, weiter. Hier muss das Quadrat draufgesetzt werden. Ja, hier hört es schon auf. Zack, die nächste Ebene kommt also. So kommt sie. So und so. Okay. Hier noch bis zu Ende. Verstehe. So und so und so. Dann machen wir das oben wieder eckig. Okay, so kann das nicht gehen. Müssen wir wohl noch eine Stufe hinbauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd mit der Luke, aber ja, kriegen wir auch hin. So. Und dann hier weiter. Okay, das muss ein bisschen konstruiert werden. Rekonstruiert werden. Das Quadrat. Alles klar. Da sehen wir, dass es uneben ist. Da war ein Loch drin. Da müssen wir eine Stufe reinmachen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Können wir ja nicht einfach noch einen ganzen Vierer reinklotzen. Und dann hier so bis zu Ende und dann. Hier steht nichts hervor. Ja, hier ist es einfach quadratisch. Okay, verstehe. Wie das wohl am Ende aussehen wird. So, dann kommt hier die nächste Etage in dieser Weise hin. So. Okay, hier vielleicht können wir da so ein bisschen sowas tun. Aber das würde ich schon sehr gerne an dieser Stelle jetzt rauskommen. Dings machen. Als Luke. Ja. Ah, da wird schon wieder Nacht. Sie ist ja schon. So, dann haben wir hier eine Luke zum Runtersteigen. Ein Turmaufstieg. Verstehe. Verstehe meinen eigenen Plan. Jo. Dann machen wir wieder 10 Etagen, 10 Ebenen oben drauf.
Erste, zweite, dritte. Okay, drei haben wir hier schon. Wir müssen gleich mal unterbrechen. Wenn sie gerne hier in dieser Höhe weiterbauen würde. Hier oben ist es ja eigentlich nicht so sehr gefährlich. Dann würde ich nachts doch mal lieber schlafen gehen. Ja, gehen wir mal runter. Bevor uns hier noch... Können wir bei der Gelegenheit mal eine Steinstufe holen. Na komm. Bevor uns hier noch die Nacht holt. Ja. Schnell runter mit uns. Ab ins Bettchen. Ja, ich bin da immer vorsichtig. Mit der Nacht will ich mich nicht anlegen. Oh, ich höre schon die ersten Zombies, die ersten Monster. Ja, weg mit uns. Rein ins Bett. Ja, das hört sich doch schon blöd an. So, schlafen. Monster in der Nähe. Ach du Schande. Na, lass mich schlafen. Dankeschön. Sehr nice, es ist wieder Tag. Dann können wir ja Stufe holen und dann weiter am Turm gebaut. Okay, da gibt es neuen Stein. Nice. Gleich mal nachlegen. Ja, ihr seht mein Inventar. Da habe ich viel gebaut. Ja, ein bisschen Kohle nachlegen. Wolle, Kohle. Das geht auch langsam alle. Die Kohle geht zu Neige. Und da müssen wir wohl mal wieder unter die Erde. Alles klar. Na, okay. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Okay, ich sehe schon, wie das wird. Das kleine in der Mitte. Okay, ich wollte ja eine Stufe holen. Ja, vielleicht können wir es gut weitermachen, wenn wir da irgendwas in der Mitte draus machen. Stufe holen, Stufe holen. Ein halber Block Stufe. Ja, dazu sind wir hier runtergegangen. Ab ins kühle Wasser. Ins abgestandene Wasser. Stein haben wir hier. Da müssen wir doch noch irgendwo eine Stufe haben. Steinstufe. 13 haben wir davon noch. Nehme ich mit. Ja, Kies. Können wir daneben werfen. Stufe, 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 Stufe. Na dann. Auf und davon. Wieder hoch auf den Turm. So, hier hoch, na komm, nicht runterfallen, nicht runterkippen. So, da werden wir wieder so hier eine Stufe rein. Kriegen wir das irgendwie? Ja, okay, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber... Ja, muss gehen. Hauptsache, es sieht von außen gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen, wollte gerade überlegen, vielleicht machen wir irgendwie eine Falltür rein. Schauen wir mal später. Mach mal ein Klo draus. Ein Abort. Wo man sich von oben
Ja, wenn man hier von oben runter scheißt. Ja, jetzt hier nicht über Scheiße reden. Ich glaube, das kleine Stiezchen dort in der Mitte, was halt den Eingang hier herausstellt, da machen wir noch irgendwas draus. Machen wir irgendwie ein Symbolchen raus. Das bauen wir weiter nach oben, damit es wie gewollt aussieht. So, Ebene 3 haben wir. So. Ebene 4. Zack. Zack. Mach gleich hier Ebene 5. Und Ebene 6 ist das gleich. Wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber gut, lassen wir mal so. Ebene 5. Dann machen wir doch vielleicht sowas hier draus. Irgendwas Interessantes. Dass es wie gewollt aussieht. Das da oben ist Ebene 6, verstehe. Okay. Muss ich mir im Kopf behalten. So. Dann hier vielleicht. Au. Hier was hier im Hin improvisieren. So, hops. Stufen. Ja. So, der Plan ist hier mal weg und da drüben dann hin. Ach, verdammt. Ich muss vorsichtig sein beim Fallen. Der Fallschaden bringt mich noch um. So, beim Turmbau ist das nicht so ganz so praktisch. Und fällt. So, du dann wieder weg. Und dann können wir hier in der Mitte. Ja, jetzt bin ich mit den Ebenenordnungen durcheinander gekommen. Ich glaube, das war Ebene 5. 4, 5, ja, das war 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5. So, okay. Das läuft doch wie geschmiert. Bauen wir hier unsere Runden drum und schauen, was wir da vorne ein hübsches Muster hinkriegen. Dass er ganz elegant ins Dorf in der aussieht. Nach außen hin wird er ein bisschen klotzig aussehen, aber ja. Da soll er dann ja auch Abwehrmechanismen haben. So. Ja. Gibt's was, worüber wir reden können? Ja. Ich muss nachher wieder. Ich muss gleich nach dem Part wieder ein Thumbnail machen für den Minecraft Arno Part. Das ist immer das Spannendste. Da muss man aber gucken. Ja. Was aus dem Part nimmt man irgendwie für. Ja. Als. Vorzeigebild. Womit präsentiert man den Part? Womit, ja. Was kann man nehmen, um am besten auszudrücken, was im Part passiert? Da muss man sich noch einen lustigen Titel ausdenken. Ja. Fragt man sich auch manchmal, wozu? Und wozu mit einem Thumbnail machen? Oder wozu überhaupt ein Titel? Ja. Und das wollte ich jetzt nicht.
Sorry, ich habe gerade ein bisschen... Oh Mann! Ich nicht so oft runterfallen. Okay, Stufen brauchen wir noch ein bisschen. Dies war ein bisschen zu hoch. Die Stufe. Machen wir mal hier ein bisschen was. Zum Hochklettern. Nur für Bauarbeitszwecken. Kann dann nachher wieder abgebaut werden. Oder nicht. Mal schauen. Was wir künstlerisch draus machen. Oh, die Wolken. Es geht bis in die Wolken hinein. Und da habe ich jetzt eine Idee. So. Achso, den hätten wir noch dran lassen können. Okay, machen wir es mal. Machen wir es mal so. Und den hier wieder raus. Ja. Okay. Ich bin gespannt, wie das von unten aussieht. Hier sieht es gerade so ein bisschen aus wie so ein... Wie so ein hier, wie heißt das? Alien von dem... Mir fällt der Name des Spiels gerade nicht ein. Cool, wir sind bis über den Wolken. Wir hängen gerade in eine Wolke hinein. Wir bauen gerade durch die Wolke. Wenn es mir einfällt, Space Invader. Ja genau, so ein Space Invader Alien. Altes. Ja, wie heißt das? Ding. Fast so lassen. Da oben eine Luke rein. Oh nein, es wird Nacht. Ich muss runter hier. Ganz schnell runter. Ja. Angst vor der Nacht. Und da, ja, das ist doch nice. Das können wir benutzen. Die Treppenform. Verschiedene Treppenformen hier an einem Turm angewandt. Auch mal ein bisschen was Künstlerisches gemacht. Da machen wir noch eine ordentliche Treppe raus. Warum nicht? Oha. Nachtgeräusche. Schnell ins Bettchen. Bevor die Sonne untergeht. Bevor die Sonne endgültig untergegangen ist. Haha. Nicht zu günstig. Na, rein mit uns ins sichere Gebäude. Und schlaf! Phew. Ja, so und weiter geht's. In die Höhe mit dem Turm. Ja. Das sieht gerade nach ein bisschen was. Das sieht gerade ein bisschen falsch aus. Ja. Das sieht ziemlich falsch aus, aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch zu was Gutem gemacht. Was ihr euch da wieder denkt, das ist skandalös, was ihr da wieder für Gedanken habt. Mensch. Leute. Doch nicht immer so denken. Ihr mit euren Gedanken hier. Ja. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. So, dann machen wir hier wieder ein Loch rein und können wir das hier oben noch ein bisschen in die Höhe bauen. Autsch! Nimm die Treppe. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wie hoch ist das denn jetzt schon? Nehmen wir hier mal Kies. Nehmen wir uns damit mal in die Höhe. 1, 2. Ein bisschen Kies.
habe ich kein Kies mehr. Ich habe Erde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die 10. ist dann schon, geht dann wieder zu. Genau so, einmal angedeutet. So, haben wir einen Plan. Haben wir eine Höhe markiert. Alles klar. Okay. Dann mache ich mal die Stufen hier noch ein bisschen weiter. Ordentlich. Sehr schön. Okay, 42. Eine magische Zahl. Oder nicht? Ja, ich war gerade dabei zu fragen, wieso bräuchte man denn einen Thumbnail? Kann man ja einfach weglassen, einfach ein leeres Thumbnail. Muss ja nur Partnummer und Projektname draufstehen. Ja. Ist mir heute so gekommen. Also ich meine, ich weiß, warum man das macht. Es macht schon einen Sinn, aber ist mir heute gekommen, weil ich ein Video von Paluten gesehen habe, der da einfach ein... Sein Titel war einfach Minecraft. Punkt. Ja. Ende aus. Ich will ihn jetzt nicht dafür anmeckern, aber... Ja. Schon interessant. Also, der hat ein hübsches Bild drauf, aber es hat auch recht wenig mit dem... Ups, jetzt müssen wir es hier noch ein bisschen kürzen. Es hat recht wenig mit dem... Ja, wie soll ich sagen, mit dem Part zu tun, mit dem Inhalt. Aber es wirkt. Warum dann noch was aus dem Part raussuchen und ja. Warum überhaupt Thumbnails oder Titel? Ist natürlich sinnvoll, aber lass ich doch einfach mal das Thumbnail weg. Au. Wir sollten, glaube ich, nicht so hoch bauen. Da kriege ich doch wieder Schallfahren. Oh, der Schallfahren kam ein bisschen spät. Ich will jetzt hier nicht noch verrecken. Vorsichtig. Oh, Stein ist alle. Ja. Gut. Na dann, holen wir uns Neues. Müsste vielleicht in der Zeit mal was gebrannt sein. So, hops, hier noch eine Stufe hin. Und das dann, glaube ich, die Ebene, wo man raus kann. Sehr gut. So ein bisschen Jump and Run mäßig, schwebend in der Luft. Auch cool. Sehr nice. Hier die normale Treppe runter. Haben wir die Steinstufen sinnvoll genutzt? Kreative Leistungen hier in Minecraft. In Minecraft Anno. Na ordentlich. Dann mal Stein holen. Wir wollen ja noch das... wir wollen uns nicht den Weg versperren. Wir wollen uns hier die dritte Etage noch zu Ende bauen. Nach Möglichkeit. 64, sehr nice. Gleich was Neues rein. Sehr schön. Das ging gut. Haben wir eine Weile gebaut. Hatten wir genug mit dabei. Ich
Ich glaube, das ist auch ganz praktisch, nur auf Screen mal ein bisschen was wegschaffen. Ja, so geht das schon. So kann man das. Könnte so ein bisschen runenmäßiges sein. Was runenhaftes. Sieht fast so ein bisschen wie ein Kreuz aus. Aber nur fast. Ja. Würde auch nicht schaden. Aber ist so eine Art runenhaftiges. Würde ich zumindest so interpretieren. Tops. Das können wir ja auch mal bei der Gelegenheit umbauen. Ja, die Spitzhacke für Kies nehmen. Das ist eigentlich nicht sehr toll. Oh, ja, ich vergaß. Die Eigenschaft von Kies. Das ist Bruchstein. Okay. Dann hier hoch. Kies abbauen. Holz kann auch weg. Zack. Da verschwinden wir ein bisschen das Stein. So. Ordentlich. So kann es gehen. Ups. Und hoch da. Und da wird es schon dunkel. So, müssen wir mal hier ein paar Fackeln reinbauen. Damit hier, wenn wir das Dach drauf machen, nicht zu düster wird. So, hops. Okay, die sollte ein bisschen weiter dorthin. Ja. Sehr gut. Dann bauen wir mal. Okay, hier, dann muss die Ebene zu. So. Ich überlege gerade wirklich ernsthaft, ob ich diesen Part, das Thumbnail einfach, wir haben so viel drüber geredet, dass das einfach weiß mache, wie die Wolken. Einfach wolkenweiß oder wolkenblau. Einfach mal irgendwie ein farbiger Hintergrund einfach. Ein paar Nummer drauf, das Wichtigste zu sehen. Einfach radikal. Das minimales Prinzip. Das finde ich jetzt interessant herauszufinden, ob die Wolke jetzt durchgeht und man das im Turm hat. Das wäre natürlich ein kleiner Bug. Und die Wolke im Turm hat. Wäre nicht schlecht. So kommt man dann hoch. Ich fürchte nein. Muss man dann natürlich die Stufe so lassen, dass man hochhüpfen kann. Noch geht es in den Turm rein. Die Wolke. So, dann bauen wir hier ein Vordach hin. Das fällt dann auch ein klein wenig auf, aber ja, was mache ich eigentlich? Zack, 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 zack. So, hier kann da oben drauf dann verschwende ich eigentlich gerade die Steine. Man muss auch noch runterkommen können. So, vielleicht sieht dann interessant aus. Aber ja.
Oh, es ist Nacht. Ah, es wird Nacht. Ah, die Sonne. Sie geht unter. Ah, schnell runter hier. Die Sonne ist noch da. Ich scheue die Nacht. Runter hier. Ich muss mir ein Bett mit in den Turm nehmen, wie es ausschaut. Bei Nacht wach sein. Das ist nicht gut. Da sehe ich den Sonnenschein noch ein wenig. Wir gehen hier ins Rasthaus. Rein. Oh, hopp. Na komm, mach die Tür zu. Damit keine Kübel reinkommen. Oh, warte. Oh, mir wird ein bisschen schwindelig gerade. Oh. Schnell hoch hier die Treppe. Oh. Mir wird übel schwindelig. Oh Mann. Ah, schnell schlafen. Nächster Morgen. Na dann. Würde ich mal sagen. Und wie lange nehme ich hier schon auf? Ich mache auf jeden Fall schon mal eine Ruhepause, eine Aufnahmepause. Durcheinander bin ich auch ganz. Aufnahmepause muss ich machen. Dann bauen wir am nächsten Part einfach weiter. Oder in der nächsten Aufnahme. Ja, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Sobald ich wieder oben bin. Und dann sehen wir uns wieder. Sehen wir uns gleich wieder. Oder am nächsten Part. Ja. Bis bald. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Machen wir was draus. Ciao, ciao.